Für mich bedeutet Reichtum vor allem Verantwortung. Ich möchte verstehen, wie ich dieses Kapital, das ich von meinem Vater erhalten habe, einsetzen und wirklich etwas bewirken kann. Ich bin nicht mit Reichtum aufgewachsen. Ich habe durch meine Arbeit in der Technologiebranche Zugang zu Kapital und habe plötzlich die Verantwortung, dieses Geld sinnvoll einzusetzen. Ein ungewöhnlicher Workshop in Lugano. Die Teilnehmer sind jung und sehr reich. Einige 100 Millionen Dollar Kapital sind hier versammelt. Ich möchte lernen, wie ich als Investor nicht nur mein Kapital einsetzen kann, um damit irgendwie Profite zu machen, sondern ich möchte auch verstehen, wie man das einsetzen kann, um unserer Welt zu helfen, um sozialen Wandel und vor allem im Moment das Klima zu unterstützen. Durch einen finanziellen Glücksfall habe ich viel Kapital zum Investieren und möchte damit so viel Gutes wie möglich tun. Mein Ziel ist es, mit Hilfe des Kapitalmarktes Klimaprobleme zu lösen. Der Wirtschaftsforscher Falko Petzold und sein Team beraten Superreiche aus der ganzen Welt, wie sie mit ihrem Geld die Wirtschaft nachhaltiger machen können. Die Industrien zu verändern, sei es die Finanzbranche als auch andere Industrien, ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema in unserem Programm. Ein wichtiges Wort, das da viel genannt wird, ist Systems Change. Und da wollen auch diese Investoren sehr, sehr tief ins Detail gehen, weil sie wollen es wirklich richtig machen. Und das ist dann auch schon kompliziert.